Also bei Demplastic geht es darum, dass man passiv nachhaltig ist. Wir sagen da eben Hashtag Green Couch Potato in der Richtung, weil ich schon der Überzeugung bin, dass eben die Menschen ein bisschen faul und bequem sind, was man ja noch nicht schlecht reden kann, weil wir so erzogen worden sind. Und ich möchte aber jetzt eben so eingreifen, dass sie das dann, was sie immer da haben, aber jetzt mit einem Impact. Das heißt, du kaufst bei uns ein und du sammelst passiv Müll. Und du passiv unterstützt du auch soziale Projekte. Und das ist mir einfach wichtig. Das machen wir jetzt nicht nur in die Stores, die was wir haben, sondern wir machen das auch hauptsächlich in der Gastronomie. Das heißt, wir schauen, dass die Events nachhaltig sind, wir schauen, dass die Festivals nachhaltig sind, dass die Kunden dort, sie feiern, sie haben Spaß wie immer, machen aber trotzdem was Gutes. Und das ist so unser Hauptkonzept. Sehen Sie sich etwas in diesem neuen Geschäft? Ja, ich finde das voll interessant. Also ich bin jetzt eigentlich, wir haben gleich reingeschaut, weil es gleich voll online ausschaut. Und weil es auch voll cool ist, weil wirklich voll viele Sachen da sind, die ich im Internet schon gesehen habe und die einfach nachhaltig sind. Und ich bin da schon eigentlich relativ voll interessiert an der Nachhaltigkeit. Es ist trotzdem ein bisschen schwer. Ich habe erst seit einem Jahr jetzt eine Wohnung, dass man da auf das so achtet. Man merkt einfach, es ist überall, was man kauft, der Müll drauf. Bei solchen Sachen wird das voll vermieden, also Besteck, das essbar ist. Und ja, genau. Ich zeige euch jetzt auch noch mein Lieblingsprodukt, für das ich vorstehe. Das ist dieses Wundermittel hier. Das ist ein Produkt, das kann nicht nur alles abdichten. Also es ist eine Frischhaltefolie, Alufolie und Backpapier. Man kann damit bis 220 Grad backen. Es ist super elastisch. Es ist auch ein Food Saver. Das heißt also, das ganze Essen, was man damit einfriert, einpackt, bleibt einfach viel, viel länger frisch. Und es spart Müll, man spart sich Geld und ist einfach... Das ist einfach geil. Nachhaltigkeit muss cool, sexy sein und trotzdem was bringen. Ja, vielen lieben Dank für die Transaktion. Der geht in die Kaffeekasse. Danke.